Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigt den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki an. Das berichtet der Spiegel. Der Grund? Im Wahlkampf hatte der Bundestagsvizepräsident den türkischen Präsidenten eine kleine Kanalratte genannt. Deswegen hat ein Anwalt Erdogans nun Anzeige erstattet und einen Strafantrag wegen Beleidigung und Verleumdung gestellt. Es gehe Kubicki nicht um sachliche Kritik, sondern um Diffamierung, heißt es in dem Schreiben. Die Bezeichnung Kanalratte beschreibe Erdogan als Menschen, der als, Zitat, sittlich verwahrlost, moralisch heruntergekommen und Ekel hervorrufend angesehen wird, so sein Anwalt. Der Islam lehne derartige Beleidigungen ab. Die Türkei hatte zuvor bereits den deutschen Botschafter wegen Kubickis Aussage einbestellt. Kubicki selbst relativierte seine Aussage. Eine, Zitat, kleine Kanalratte sei ein, Zitat, kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen, führte er an. Eine Beschreibung, die die Türkei nicht gelten lassen will. Erdogan wehrt sich damit zum zweiten Mal gegen die Aussage eines prominenten Deutschen. Im Jahr 2016 hatte der Satiriker Jan Böhmermann Erdogan beleidigt. Erdogan hatte vor Gericht Erfolg.